Ja, Dietmar, hier haben wir sie, grob gesehen, vor 2,5 Jahren verabschiedet. Hätten wir gar nicht gedacht, heute noch bei dem schönen Wetter. Hast du dich gefreut? Heidi ist wieder in Berlin. Ja, ich habe auch schon was im Internet irgendwie gesehen. Ihr geht zwar ganz gut und ist jetzt zwar am Brandenburger Tor gewesen. Und ich denke mal, die kommt hier bald an. Ja. Manne, ja. Hättest du gedacht, dass das alte Stück von Auto da durch... es war ja nicht ohne irgendwelche Reparaturen und alles. Aber wir warten hier alle. Heidi muss jeden Moment, ihr selbst habt sie ja noch nicht gesehen. Aber wir haben schon mal guten Tag sagen können. Hast du den jemand? Danke, danke, danke. Ja, und der denn mit dir? Den McKay. Ja, der ist für das Armaturenbrett. Der ist von Kevin. Weißt du, damit du ein bisschen was hast. Der ist nicht ganz so groß geraten. Sabine, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, hier haben wir sie auch verabschiedet. Also ein Stück aus Berlin, hier vom Olympischen Platz. Ja, ein bisschen Zeit ist vergangen. Wir sind alle ein bisschen jünger geworden, zum Glück. Heidi ist schon da, kann ich sagen. Ich habe es auch schon gesehen. Ja. Und zwar am Brandenburger Tor, weil das ja so unser Zeichen ist. Aber du bist ja dann, sie ist hier eingestiegen mit einem netten jungen Beifahrer. Und ja, das hat sich dann aber schnell erledigt. Relativ schnell, ja. Ja. Und dann bist du wie lange mit dir fahren mit ihr? 14 Tage genau. Ich bin in Wien eingestiegen. Wir hatten also am Freitag miteinander telefoniert. Und hat sie mir erzählt, dass sie jetzt alleine unterwegs ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch Heidi, ich würde dir ja gerne helfen. Und am liebsten gleich mitkommen. Dann hat sie gesagt, dann mach das doch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich frage mal meinen Chef, ob der das gestattet. Und die haben gedacht, ich bin da nur so 2-3 Tage mit Heidi unterwegs. Und es wurden dann 14 Tage an ihrer Seite. Und es war sensationell. Eins der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Kevin, du bist ja natürlich mit Heidi auch, weil sie komischerweise richtig was für Musical übrig hat. Heidi hört das sehr gerne und ich weiß es. Und ich hatte sie damals mal, war sie extra in Hamburg, da spieltest du Tarzan. Genau, ich habe sie eingeladen nach Hamburg und dann war sie Backstage bei mir. Da gibt es auch ein schönes Foto, wo ich als Affenpapa da sitze und sie so tut, als wenn sie mir das Haar krault. Und genau, da hat sie sich die Show anschauen. Wir haben sie vorhin auch schon kurz begrüßen können, oder was? Ist natürlich eine schöne Freude, die wir hier alle erleben. Berlin hat sie wieder. Ja, Gott sei Dank. Ich habe schon gesagt, Heidi for President. Ich meine, als sie auf ihrem Wagen oben stand und zu den Leuten gesprochen hat und alle haben Heidi skandiert, das war doch sensationell. Das war Gänsehaut. 1, 2, 3! Ihr weg seid, muss ich heulen. Liebe Frau Hetzer, herzlichen Glückwunsch zu dieser Lebensleistung. Ein kleiner Gruß im Namen des Olympiastadion Berlin. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause in Ihrem Stadion. Zu Hause. Und das Olympiastadion in ganz klein für zu Hause zu mitnehmen. Ah, toll.
Dankeschön. Wenn meine Kinder nicht gesagt hätten, Mama, du stirbst, wenn du nicht arbeitest, was willst du tun? Dann hätte ich das nie gemacht. Einfach die Kinder haben gesagt, Mama, was willst du tun? Du kannst doch, du bist immer ins Büro gegangen, was machst du jetzt? Ja, oh, fahr ich ein bisschen mehr Rallye. Ach, fahr ich durch die Welt wie die Kleronenruhestinne. Das war der Auslöser. In Deutschland, wenn mich die Leute, die haben alle ernste Gesichter, Mundwinkel. Ich habe, hallo, guten Tag. Die laufen an einem vorbei. So weit gibt es im Ausland gar nicht. Jeder sagt da freundlich, weil sie für die Freundlichkeit Zeit haben. Und wir haben keine Zeit. Die Deutschen haben einfach keine Zeit. Die müssen ihre Arbeit machen, so sind sie erzogen, so muss es sein. Und dabei geht es viel leichter mit ein bisschen Freundlichkeit. Sehr schade. Straßenverkehr. Einmal jemanden reinlassen, ein bisschen lächeln, genau. Geht alles viel besser. Also da können wir lernen. Richtig. Kann ich nur weitergeben, vielleicht lernen einige ein bisschen davon. Waren ja alle verreisen ja. Alle wissen ja, wie es woanders ist. Und dann vergessen sie es, wenn sie wieder zu Hause sind. Schön. Ja, also. Und, worauf freuen Sie sich jetzt am meisten? Ich freue mich einfach auf den Frühling und Sommer hier, wenn es wärmer wird und dann ist Berlin toll. Aber wenn man Schlussstrich zieht, gibt es überall auf der Welt schöne Natur, manchmal mehr bunte Berge, in China auch, in Argentinien. Also Wasser, das Wasser habe ich in 100 Schattierungen gesehen. Ja, Wasser in allen Farben. Aber letzten Endes haben mich am meisten die Menschen beeindruckt, die einfach das genießen und, wie soll man das erklären, einfach anhalten, helfen, ohne dass man jemanden bitten muss, einfach von alleine machen. Man muss kämpfen, man muss was unternehmen, was kann ich Gutes tun, wo kann ich Menschen helfen, die mir geholfen haben, ich will das, was ich bekommen habe, zurückgeben.